Susi, ich fühle mich, als würde ich schmelzen. Dieses Ding bläst gar nicht in meine Richtung. Oh, diese Hitze ist unerträglich. Ich sag dir, im Sommer gibt's nichts Gutes. Komm schon, Sammy. Es ist nicht jeder Tag heiß. Und was ist mit Schwimmen, Wassermelone essen? Wassermelonen? Aber natürlich. Erfrischende Wassermelonen-Tricks. Das brauchen wir jetzt. Super Idee, Sammy. Hallo Leute, seht euch an, was wir hier haben. Eine große, schöne und so sommerliche Wassermelone. Schaut euch nur ihre gestreifte Schale an und stellt euch ihr Fruchtfleisch vor. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Wir wissen alle, wie sehr du Wassermelone liebst, Susi. Hi Leute! Stimmt. Und heute machen wir ein paar coole und sehr leckere Basteleien mit dieser tollen Frucht. Leute, bittet einen Erwachsenen, euch die Wassermelone in zwei Hälften zu schneiden. Man sollte mit Messern immer vorsichtig sein, wisst ihr? Und voila! Oh, sie sieht so gut aus. Ich bin bereit zum Essen. Warte, noch ist hier keiner irgendwas. Aber danke für den Löffel. Jetzt müssen wir sie vom Fruchtfleisch befreien. Das wird Spaß machen. Löffel für Löffel. So sollte sie aussehen, Leute. Susi, jemand wartet auf dich. Sammy, es hat bestimmt lange gedauert, all die Gummibären zu sammeln. Ach, ist schon in Ordnung. Du weißt, ich helfe gern. Leute, seid sehr vorsichtig und benutzt den Herd nie ohne einen Erwachsenen. Hier kommen unsere Gummibären. Oh. Zusammen mit Leitungswasser. Und, wie ist der Whirlpool, Leute? Und jetzt geben wir etwas Gelatine mit Wassermelonengeschmack dazu. Perfekt. Oh, das wird super. Und sehr lecker. Komm schon, Susi. Nimm mir das ab. Leute, habt ihr schon erraten, was wir hier machen? Wenn ja, gebt uns einen Daumen hoch. Und wenn nicht, schaut gut zu. So, hier. Sieht faszinierend aus, oder? Jetzt benutzen wir unsere liebste Eiskönigin-Magie. Bist du bereit, Sammy? Ich wurde bereit geboren. Und? Hat es funktioniert? Wie geschmiert. Jetzt nochmal das Messer benutzen. Seid damit vorsichtig, Leute. Hier entlang. Ja. Und voila. Perfekter Wassermelonen-Wackelpudding. Serviert. Probieren wir mal. Ich frage mich, was als nächstes kommt. Baby, heißt es dir, Baby, heißt es dir, Baby, heißt es dir, Baby, heißt es dir, Baby. Komm schon. Ich hab mich nur als Babyhai verkleidet. Ja, und du hast unseren Zuschauern einen Hinweis auf die nächste Bastelei gegeben. Wirklich? Machen wir einen Wassermelonenhai? Genau das. Wir müssen unsere Wassermelone wieder in zwei Teile schneiden. Aber diesmal sollte der eine Teil größer sein. Wir malen das Haimaul mit einem Filzstift auf. Mach es größer, Susi. Hai haben riesige Mäuler, weißt du? Weiß ich, Sammy. Keine Sorge. Und fertig. Wie ihr bestimmt schon erraten habt, Leute, schneiden wir jetzt diesen Teil heraus. Ihr müsst wirklich vorsichtig sein. Hier entlang. Ihr könnt immer einen Erwachsenen um Hilfe bitten. Zusammen zu basteln macht Spaß und ist sicher. Oh. Was für ein Kiefer. Sie könnte mich leicht auffrischen, ohne zu kauen. Naja, nicht alle Haie sind bösartige Raubtiere. Leute, wir schneiden die Zähne des Hais aus. Fangen wir am Unterkiefer an. Warte kurz, meinst du, dass es irgendwo vegetarische Haie gibt? Mhm. Die Wissenschaftler waren auch sehr überrascht, als sie feststellten, dass der sogenannte Schaufelnasenhammerhai sich größtenteils vom Seetang ernährt. Nicht schlecht. Diese Welt überrascht mich immer wieder. Oder Leute? Dann gebt uns einen Daumen hoch. Inzwischen sind wir zur Hälfte fertig. Schaut euch nur diese Zähne an, Leute. Cool, oder? Beeilen wir uns mit dem Oberkiefer. Wasch. Es fehlt nur noch ein bisschen was, Leute. Wir müssen diese furchteinflößenden Zähne etwas ordentlicher machen. Wir schneiden das Grüne der Schale ab, damit der hellgrüne Teil sichtbar wird. So wie hier. Heiliger Bimbam. Filigrane Arbeit, Susi. Danke, Sammy. Ich glaube, wir haben etwas vergessen. Eine Flosse vielleicht? Stimmt, Sammy. So, klasse. Aber wie essen wir das ganze Fruchtfleisch auf, das in übrig geblieben ist? Eigentlich dachte ich, du könntest mir helfen. Darf ich? Wirklich? Super.
Fertig. Gut gemacht, Sammy. Eine letzte Anpassung. Blaubeeraugen. Fertig. Genießt es, meine Damen und Herren. Leute, schaut mal, was Josie macht. Was machst du jetzt, Josie? Oh, glaub mir, das wirst du mögen. Ich gebe dir einen Tipp. Tada! Oh, leckere Wassermelonscheiben, die aussehen wie die Schicht Neues. Kuchen! Hurra! Du hast es erraten! Und das Beste ist, dass wir ihn nicht backen müssen. Ist das nicht toll, Leute? Wie jetzt? Kein Biskuit? Keine Buttercreme? Nope, nur frische und leckere Früchte. Guck, hier. Wir haben Erdbeeren, Blaubeeren und Kiwi. Passt alles perfekt zusammen. Der Rest ist einfach. Wir nehmen die erste Kuchenschicht, bedecken sie mit Früchten und wiederholen das Ganze. Dekorieren wir jetzt? Schaut mal, was ich gefunden habe. Du kommst gerade richtig, Sammy. Machen wir kleine Fruchtsterne. Hopp! Schon fertig. Komm schon, Josie. Hier fehlen nur ein paar Kiwi-Sterne. Genau so. Oh, kreativ zu sein macht so viel Spaß. Macht eher Appetit, wenn du mich fragst. Und hier ist unser toller Fruchtkuchen, beziehungsweise Fruchtsalat, in all seiner Pracht. Leute, bevor wir unsere Wassermelonenbasteleien aufessen, wir haben ein wenig Fruchtfleisch über. Also dachte ich mir, warum machen wir keine perfekte, erfrischende Eiscreme? Oder eher Eis am Stiel. Hopp! Während der Mixer sie zerkleinert, abonniert doch schnell unseren Kanal, Leute. So, fertig. Jetzt müssen wir den Saft in den Formen verteilen. Genau so, Leute. Ihr solltet etwas Platz übrig haben. Nur noch die letzte. Perfekt. Jetzt kommen die in den Kühlschrank. Inzwischen benutzen wir etwas Joghurt. Lecker. Joghurt? Aber Susi, wir haben doch schon mal Wassermeloneis gemacht und da kam sowas nicht vor. Ich weiß, Sammy. Diesmal machen wir es etwas anders. Würdest du den Mixer sauber machen, während ich Joghurt und Zucker verrühre? Wir brauchen ihn gleich nochmal. Oh, klingt mysteriös. Ich bin schon dran. Sehen wir uns unser Eis an. Aha, sie sind genau richtig, damit ich die Eisstiele reinschieben kann. Genau so. Unglaublich. Du schickst mich weg, während du das wichtigste Zeug machst? Oh, tut mir leid, Sammy. Hier, du kannst den Joghurt in die Eisform tun. 2 Löffel sind genug. Dabei mache ich die letzte Schicht von unserem Eis. Mit Kohlblättern. Ich weiß, hört sich komisch an, aber sie geben uns die perfekte grüne Farbe, die wir jetzt wirklich brauchen. Wir geben etwas Ingwer und Honig dazu. Genau so. Bist du sicher, dass wir noch Eis machen, Susi? Oh, Sammy. Ein Becher Orangensaft. Der Deckel. Und los. Okay, jetzt, da die Joghurtschicht auch fest ist, können wir den Grünsaft über jedes Eis gießen. So wie hier. Und nach ungefähr 3 Stunden ist unser Eis am Stiel fertig. 3 Stunden? Komm schon. Das nenne ich echte Magie. Wow, es hat funktioniert. Sehen wir mal. Hier, bitteschön. Ein leckerer und gesunder Sommersnack. Leute, schnell. Erinnern wir uns an alles, was wir heute gemacht haben, bevor Susi mir das ganze Eis weggibt.
Das war sehr erfrischend, ja? Ich schätze, das brauchen wir nicht mehr. Leute, danke fürs Zuschauen. Gebt uns einen Daumen hoch und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Wir werden euch bald wieder mit neuen Basteleien überraschen. Tschüss. Okay, nur noch ein Stück.